Vesa Pablo, 5:3 Erfolg heute hier in Langnau. Trotzdem haben sie Schlagzeilen gemacht neben dem Eis mit ihrem Entry-Level-Vertrag bei den San Jose Sharks für die nächste Saison. Wie ist Ihre Gefühlslage, wenn Sie an diesen Vertrag denken? Oder wie ist dieser Vertrag jetzt zustande gekommen? Ja, ich bin extrem stolz, das ist klar. Ja, das Interesse ist schon etwas länger da. Ich war letztes Sommer dort, von dem her habe ich gewusst, dass das Interesse da ist. Und, wir mussten ein bisschen warten, bis zum 1. März müssen warten, um zu unterschreiben. Und das haben wir dann gemacht am 1. März. Ich bin extrem froh, dass der Vertrag schon gekommen ist. Es ist ein super Verein, super Organisation. Und ich bin extrem stolz. Der Fokus wird natürlich bei Kloten bleiben bis zum Ende dieser Saison. Trotzdem, im nächsten Jahr in Kalifornien Eishockey zu spielen, mit welchem Ziel gehen Sie zu den San Jose Sharks? Zuerst auf jeden Fall möchte ich hier mit Kloten die Saison noch gut beenden. Es ist wichtig, dass Kloten in der NCAA bleibt. Von dem her ist der Fokus wirklich noch da auf den Liga-Erhalt. Aber natürlich, ich freue mich extrem. Es wird super dort spielen. Ich glaube, immer schönes Wetter. Das hilft natürlich. Und Ziel, ich will in der NHL spielen, das ist klar. Es wird hart, es hat extrem viele gute Spieler. Aber ich habe grosse Erwartungen und ich gehe dort an, um mich durchzusetzen. Dafür viel Erfolg und besten Dank. Danke.